Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Oh, da ist noch Munition drin. Gerade hier ein paar Raider weggeschossen, die uns aufgelauert haben. Dann müssen wir gar nicht hier rein, sondern nach da hinten. Komm, das Feuerzeug nehmen wir mal mit. Muss auch demnächst mal dran denken, dass wir wieder hier die ganze Markierung ausmachen. Im Moment brauchen wir noch nichts Besonderes. Hier ist der Briefkasten. Schön. Na, dann schauen wir mal rein. Ein Malpinsel. Juhu. Erledige alle Feinde. Gut. Hören wir uns auch noch mal an. Ja, Haarklammern haben wir mittlerweile echt genug. Scroll, 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 scroll. Unterschlupf Randolph 4. Paket 1 ist unterwegs. Keine Probleme. Route wie versprochen gesäubert. Läufer meldet, dass Empfängerin ab sofort geschlossen hat. Switchboard hat sie verschreckt. Wir arbeiten an einer neuen Route. Wenn unser nettes, schweres Kaliber an diesen Koordinaten sämtliche Gegner ausschalten könnte, würde das uns das Leben deutlich leichter machen. Mr. Timms, Ende. Also gut, wir sind das schwere Kaliber, da gehe ich mal davon aus. Und wir müssen nach unten, nach unten, nach unten. Oh. Relativ weit nach unten, da waren wir nämlich noch gar nicht. Mit dem Skill Kannibale kannst du die Leichen von Humanoiden essen, um Gesundheit wiederzustellen. Das wäre vielleicht auch eine Überlegung wert. Jam, jam, jam. Mensch. Wer weiß, vielleicht schmeckt Mensch ja wirklich ganz gut. Ich persönlich habe es noch nicht probiert. Mal bei Gelegenheit gucken, ob sich da was machen lässt. Zumindest nicht wissentlich probiert. Haben hier irgendwelche Yao-Gaus, Gau-Gai, wie auch immer die Viecher heißen, rumfliegen. Unsere kleinen Bärchen. Ja, ich weiß, ihr habt mich entdeckt. Ihr seid so toll. Gulpirscher. Und einer mal weg. Sonst halt hier noch einige. Eine leuchtende Todeskralle, die auch extrem hartnäckig ist. Ich glaube, die lassen wir mal. Da sollte eigentlich ein Bauchschuss reichen. Leider nicht getroffen. Okay. Lass mich. Nee. Ich glaube nicht, dass wir die platt kriegen. Obwohl, so schlecht sieht es gar nicht aus. Shotgun macht sich bezahlt. Ich glaube, unser normaler Angriff hat hier mehr Schaden gemacht als der kritische. Aber wir haben sie tatsächlich erlegt. Ich glaube, genau die Kralle nehme ich mal mit, nicht mit, die ist.
Immer so schwer. Ich schmeiß mal die MG weg, die wir da gekriegt haben das letzte Mal. Die ist ja auch, wie gesagt, relativ schwer. Flug da. Und einsetzen werden wir die sowieso nicht. So, dann. Boah, Frames. Was ist mit euch los? Alter, finde 10 Frames. Wegen den beiden Dingern da hinten. Na gut, es sind halt 3 Flieger da. Oder ich weiß gar nicht, was das jetzt, was jetzt diesen, für diesen Einbruch gesorgt hat. Oh. Es ist so knuffig. Und tot. Ja, da kann man halt auch mal die gute Munition oder die. Das heißt, so wenig haben wir davon eigentlich gar nicht. Und wenn wir jetzt halt bei Gelegenheit immer noch ordentlich einkaufen, ist das eigentlich auch gar kein großes Problem. Das dann immer mal wieder nachzufüllen. Und dann können wir auch das Schrot, die Scharfschützengewehr mal für solche Viecher nehmen. Ich sag, bevor ich jetzt hier großartig wieder die Waffe gewechselt hätte. Dann noch lieber 2 Schuss in die Blähfliegen rein. Und dann passt das auch. So, angekommen werden wir auch gleich. Das ist doch schön. Da hinten wäre noch eine Siedlung. Aber wie gesagt, das lasse ich einfach mal alles links liegen. Ist mir dann doch zu viel Aufwand alles. Okay. Aha. Interessant. Ich denke, dann snipern wir hier mal ein wenig rum. Okay. Jungs, macht mal langsam hier. Okay, klasse. Die Drecksviecher halten eine ganze Menge aus. Ja, das war nix. Okay. Neuer Plan. Vielleicht den zuerst mal wegschießen. Und das da hinten scheint wohl eine Gummipuppe oder halt, das heißt Gummipuppe halt eine Dings zu sein. Das war schon mal nix. Will ich die Position ändern? Kampfsperre, okay, wenn wir da drauf schießen, wäre er halt weg. Wir müssen mal gucken, dass wir den vielleicht irgendwie von hinten erwischen. Oder auf den Arm. Hm. Jetzt haben sie uns. Die sind halt echt übel. Merke ich gerade. Und haben halt ein Strahlenangriff, der uns weghaut. Vielleicht soll ich mich doch anschleichen. Gucken, dass ich dann so irgendwie wegmache.
Ja, das ist hier einfach so ein Figürchen. Vault gefunden. Bewegung in Umgebung. Okay. Gegen die haben wir irgendwie keine Chance, merke ich. Feind nutzt Guerilla-Taktik. Dieses Rumgewackel. So, einen hätten wir platt. Ach, das ist hier dieser Angriff. Der wäre weg. Heilen wir nochmal? Ja, das ist klasse. Ich weiß doch, dass da nichts ankommt. Ist ja verständlich. So, lief besser. Zwar noch nicht perfekt. Aber immerhin. So. Untergetaucht. Ist der. Jetzt kommt er euch holen. Hoffe ich mal. Hier hätten wir halt auch noch eine Probe. Ja. Aua. Ja, gegen diese Strahlen habe ich keine Chance. Zwei Stück und wir sind geröstet. Hätte nicht gedacht, dass wir hier so Probleme haben. Wer hätten wir eigentlich auch nicht, wenn wir diese Aggressoren hier nicht hätten. Vielleicht soll ich doch mal hier einen Stealth Boy benutzen. Kontakt verloren. Oder gucken, dass ich das hier ein bisschen umgehen kann. Wir müssen ja eh da rein, habe ich den Eindruck, ja. Kontakt erneut erfasst. So ungünstig. Lief besser. Zumindest kriegen wir da Aluminium. Das ist ja auch schön. Blöde Geschütze. So, dann will ich erstmal gucken, ob da oben noch irgendwas abgeht. Und wenn nicht, können wir dann mal unten in die Vault rein. Wie wir eigentlich auch sollen. Nee, du hast es hier die ganze Zeit, oder mich zumindest die ganze Zeit hier genervt. Kochstation gerade nicht. Gut, kriegen wir zumindest ein bisschen was an Schrot wieder zurück. Ach ja, genau, und eine Leiche müsste da noch genau sein. Und dann nochmal ein Stimpack. Das ist gut. Nun gut. Dann wieder ab nach unten. Mal da drin laufen da nicht noch mehr von den Aggressoren rum. Waren es Aggressoren? Aggressor? Keine Ahnung. Nennen wir es einfach mal Dingsbums. Gut, Laserpistole brauche ich nicht. Dafür hier die Munition, die nehme ich gerne mit. So, müssen wir dann hier nochmal aufmachen.
Nee, scheinbar geht's wohl so. Dann mal ab. Gucken, wo uns der Aufzug hinbringt. Müssen wir den überhaupt nehmen? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Bling. Ah, toll. Ja, müssen wir. Okay, können wir die eigentlich vielleicht irgendwie entschärfen? Ja. Können wir, das ist gut. Schiebetür. Ja, fast. Versuchen wir es doch einfach mal so. Schön. Gut. Dann können wir mal gucken, ob wir hier was Schönes finden. Terminal. Na gut, die. Ja. Bitte mal alles deaktivieren. Gut, ein paar Türme weniger, um die wir uns dann sorgen müssen. Nehmen wir hier noch ein paar Blechdosen mit. Es sind eine Menge Gunner hier unten. Gucken wir, ob wir die mal alle ausschalten können auf einen Streich. Echt eine ganze Menge los. Na gut, Nummer 1. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6 und dann noch einmal zur Sicherheit alle durch. Falls es beim ersten Mal nicht geklappt hat, ne? Der hat schon einiges. So, mal schauen. Nächste, war gut. Wir treffen nämlich gar nichts hier. Super, läuft. So hatte ich mir das nämlich nicht vorgestellt. So, hier noch ein bisschen draufballern. Vielleicht sollte ich auch mal auf Sniper gehen. Na gut, der kommt jetzt runter. Auch schön. Ach, die, vielleicht muss ich auf die Dinger gar nicht mehr schießen, oder ich kann gar nicht mehr drauf schießen, weil wir die schon deaktiviert haben. Könnte natürlich auch sein. Ich hasse es. Noch irgendjemand da oben wahrscheinlich. Boah, das sind ja richtig viele. Und da haben wir gleich noch was zu tun in der nächsten Folge. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen hier an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.